Verlustverrechnungsbeschränkung vor dem Aus. Endlich ist es soweit. Die Traderwelt ist in hellem Aufruhr und voller Vorfreude. Doch bevor wir die Sektkorken knallen lassen, schauen wir erstmal in die Details. Hallo liebe Trader, willkommen bei den Börsenstrategen. Kürzlich ist ein Beschluss ergangen eines Finanzgerichtes, und zwar zum Thema Verlustverrechnungsbeschränkung. Ja, dieses unsägliche Gesetz, das uns Tradern seit einigen Jahren Kopfzerbrechen bereitet, vor allem eben im Bereich auch der Stillhalter, was den Optionshandel angeht. Und einige jubeln schon und sagen, endlich ist es soweit, das Ding wird jetzt sterben, das wird gekippt. Schauen wir uns jetzt in diesem Video zunächst einmal an, worum geht es überhaupt, dann was sagt denn das aktuelle Urteil aus und wie können wir das Ganze bewerten? Ist es wirklich schon soweit, dass wir ja, das Ding wirklich als Geschichte bezeichnen können? Oder müssen wir zunächst vielleicht doch noch abwarten und etwas vorsichtig sein? Vielleicht eines vorweg, es ergehen ja immer wieder Urteile, die uns Tradern Hoffnung machen. Wir haben hier zuletzt ein Video gemacht zu einem Thema, wo wir gesagt haben, ja, endlich einmal hat wieder ein Finanzgericht zugunsten der Bürger entschieden und gegen die unglaubliche Gier des Staates. Auch hier ging es um eine Art der Verlustverrechnungsbeschränkung. Allerdings müssen wir hier eben doch in die Details gucken, denn wir sprechen jetzt heute über die aktuell geltende Verlustverrechnung. Und zwar eben in Bezug auf verschiedene Verlustverrechnungskreise. Da sind eben zum einen zu nennen die Aktien, dann gibt es da die Termingeschäfte, dann gibt es eben auch Stillhaltergeschäfte. Dieses Urteil, über das wir zuletzt berichtet haben, das bezog sich allerdings auf einen alten Fall. 20 Jahre ist der her. Ja, das Thema Verlustverrechnungsbeschränkung an sich ist nicht neu. Das haben immer wieder Regierungen versucht, den Bürgern das aufzubürden, das zuzumuten. Es wurde dann irgendwann gekippt vom Bundesverfassungsgericht eben als nicht verfassungsgemäß. Und trotzdem hat uns dieser Fall Hoffnung gegeben, weil eben hier auch auf das Netto-Prinzip abgestellt wurde. Doch schauen wir uns jetzt zunächst einmal den aktuellen Fall an. Worum ging es hier? Ein Ehepaar hat im Jahr 2021 CFDs und Swaps gehandelt und mit diesem Handel von CFD und Swaps wurden insgesamt 23.342 Euro Nettogewinn erwirtschaftet. Jetzt können wir sagen, ja wunderbar, haben wir 23.300 Gewinn gemacht und den müssen wir versteuern. Wie das jeder aktive Trader kennt, hat man natürlich nicht nur Gewinne, sondern hat Gewinne und Verluste. Und im Einzelnen beliefen sich diese Gewinne in diesem Jahr auf über 250.000 Euro. Und dem gegenüber standen eben Verluste von 227.000 Euro, so dass diese ja rund 23.000 Euro Nettogewinn eben übrig blieben. Soweit und so logisch und von jedem Trader wirklich nachvollziehbar. Doch die Finanzbehörden, die ticken hier leider etwas anders. Und zwar sehen die Finanzbehörden den Fall so, die pflücken das nämlich wirklich auseinander und setzen hier diese 250.631 Gewinne voll an. Bei den Verlusten allerdings sagen sie, es interessiert uns überhaupt nicht. Wir erkennen hier nur 20.000 an, dann wurden in dem vorliegenden Fall Verlustverträge und Pauschbetrag noch abgezogen von rund 16.000 Euro. Übrig blieb hiermit ein zu versteuernder Betrag von 213.826 Euro. Das bedeutet, nachdem es hier nur einen tatsächlichen Gewinn gab oder Gewinne hier von 23.000 Euro, sollen hier Steuern gezahlt werden auf über 200.000 Euro. Hier sehen wir das Ganze auch nochmal in diesem vorliegenden Beschluss, also im Einkommensteuerbescheid für 21 vom, wie ist der Antragsgegner, das ist im Fall, in diesem Fall hier die Finanzbehörde, dass für die laufenden Verluste nur der Höchstbetrag von 20.000 verrechnet wurde. Und wir sehen hier also Gewinne von 250.631, dann die Verrechnung der laufenden Verluste aus Termingeschäften im Sinne des Absatzes, also § 20 Absatz 6 Satz 5 Einkommensteuergesetz, 20.000 Verlustverträge und Pauschbetrag und übrig bleiben eben die 213.826. Das ist eben leider die aktuelle Realität des derzeit geltenden Gesetzes. Ein wichtiger Punkt aber, weil du jetzt vielleicht schon sagst, der Moment, hier ging es ja um CFDs, sind denn hier Optionen überhaupt betroffen oder was hat denn das mit mir zu tun? Und darum möchten wir jetzt in genau dieses Thema noch einmal einsteigen. Wenn du dich damit noch nicht genau befasst hast, wir haben hier ein Video gemacht, in dem wir diese verschiedenen Verlustverrechnungstöpfe, Verlustverrechnungskreise ausführlich darstellen und beschreiben. Denn hier in diesem Fall war ja explizit genannt, der § 20 Absatz 6
Satz 5 des Einkommensteuergesetzes. Und wir sehen es hier eben in diesem aktuellen Urteil vom Finanzgericht Rheinland-Pfalz. Wir kommen sofort zur Bewertung. Jetzt zunächst einmal, worum ging es? Die einkommensteuerverlagten Antragsteller wenden sich gegen die Verlustverrechnungsbeschränkung bei Termingeschäften gemäß dieses Paragraphen. In dem Video, was wir euch verlinkt haben, da stellen wir das eben wie folgt dar. Es gibt hier eben einmal den Verlustverrechnungskreis der Aktien. Alles in Paragraph 20 Absatz 6. Hier geht es um Satz 4. Dann Sonstiges, da stecken eben auch die Stillhaltergeschäfte mit drin, das ist der Satz 2, wertlose Wirtschaftsgüter und neu eben die Termingeschäfte. Absatz 6, Satz 5. Und genau um diesen Punkt geht es. Und ja, da stecken eben nicht nur Futures drin, die man hier vermuten könnte, sondern eben auch CFDs und Optionen, die long gehandelt werden. Und das ist eben genau das Perfide, um nicht zu sagen das Abstruse. Wenn wir über Stillhaltergeschäfte sprechen, dann sprechen wir in der Regel über eine Vielzahl möglicher Trades. Das sind ja nicht nur Short Puts und Covered Calls, sondern eben auch zum Beispiel Credit Spreads, Iron Condors oder Butterflies. Nicht so aber im Sinne des Gesetzgebers, denn der zerpflückt uns unsere Position. Nehmen wir als Beispiel einen Credit Spread. Wir haben ja hier eine Short-Position, die uns Geld einbringt, und wir haben eine absichernde Long-Position, die uns Geld kostet. Unter dem Strich verdienen wir Geld. Unter dem Strich sind wir Short. Für mich ist das ein ganz klarer Stillhalter-Trade, denn meine Maximaleinnahme ist ja auf die Prämie begrenzt. Der Gesetzgeber sagt aber, ja, du hast hier eine Short-Position, das ist ein Stillhaltergeschäft. Die Long-Position, die nehmen wir raus, und da behaupten wir jetzt, das sei ein Termingeschäft. Und dafür gilt ein gesonderter Verlustverrechnungskreis. Und genau dieser Verlustverrechnungskreis der Termingeschäfte, der beinhaltet eben nicht nur Optionen Long, sondern eben auch Futures und CFD. Und im aktuellen Urteil geht es eben um diesen Verlustverrechnungskreis. Das heißt, das ist kein Urteil allein zu CFDs oder Swaps, sondern hier geht es eben um die Verlustverrechnung in diesem speziellen Verlustverrechnungskreis. Das Finanzgericht Rheinland-Pfalz hat mit Beschluss vom 5.12.2023 also Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit der Verlustverrechnungsbeschränkung bei Termingeschäften. Denn so ist hier der Leitsatz: die betragsmäßige Beschränkung auf diese 20.000 im Sinne des § 20 Absatz 6 Satz 5 führt zur Ungleichbehandlung, die nach vorläufiger Prüfung ein sachlicher Rechtfertigungsgrund nicht vorliegt. Und in der Begründung heißt es weiter, der Antrag auf, das ist hier die Aussetzung der Vollziehung, weil die Eheleute natürlich gesagt haben, also wir können hier den Betrag gar nicht bezahlen, wir haben den ja überhaupt nicht verdient, den ihr hier als Steuer ansetzt. Diesen Antrag sieht auch das Gericht als begründet an. Der Senat hat nach vorläufiger Prüfung ernstliche Bedenken hinsichtlich der Verfassungsmäßigkeit der betragsmäßig beschränkten Verlustverrechnung, und hier unten wieder: nach Maßgabe dieser Grundsätze ist die Rechtmäßigkeit des angefochtenen Einkommensteuerbescheides ernstlich zweifelhaft. Und damit nicht genug, also ich verlinke euch das hier unterhalb des Videos, die Entscheidung. Hier geht es noch weiter in die Details. Zum Beispiel heißt es hier: es ist nun aber gerade Ausfluss des objektiven Nettoprinzips, und da haben wir das wieder, das Nettoprinzip, das ich vorhin angesprochen hatte, auch im Falle der Entscheidung des alten Falles von vor 20 Jahren, dass Gewinne und Verluste steuerlich gleich behandelt werden müssen. Und genau das ist ja derzeit eben nicht der Fall. Gewinne sollen voll versteuert werden, Verluste aber nur beschränkt abziehbar sein. Weiter heißt es, die Verlustverrechnungsbeschränkung geht mit der Gefahr einher, dass eine Verlustberücksichtigung faktisch ganz ausgeschlossen sein kann. Und genau so ist es. Und eine Rechtfertigung hierfür ist nicht ersichtlich, insbesondere nicht aus der Gesetzesbegründung. Damit, und das ist so eine kleine Klatsche auch für den damaligen Finanzminister, der jetzt Scholz heißt und sich, oder damals auch schon Scholz hieß und sich wahrscheinlich nicht mehr daran erinnern kann, damit soll wohl weniger der Anleger davor geschützt werden, zu hohe Verlustrisiken einzugehen, als der Fiskus vor den Folgen des Steueraufkommens. Ja, und es kann eben dazu führen, so schreiben die hier, bei einem Verlust von zum Beispiel 1 Million Euro müsste der Steuerpflichtige bei der ursprünglichen Grenze von 10.000 Euro, die vorher galt, 100 Jahre leben und in jedem dieser 100 Jahre hinreichende Gewinne aus Termingeschäften, Stillhalterprämien, erzielen. Weiter heißt es, die Verlustverrechnungsgrenze führt im Streitfall zu einem unverhältnismäßigen und widersinnigen Ergebnis, da der Antragsteller bei einem Reingewinn von nur etwa 23.000 Euro Einkommensteuer in Höhe von fast 60.000 Euro zahlen muss. Der Senat teilt die von der überwiegenden Literatur gegen die Regelung der betragsmäßig beschränkten Verlustverrechnung bei Termingeschäften erhobenen
erheblichen verfassungsrechtlichen Bedenken. Ausführlich und immer wieder wird hier also auf verschiedene Punkte hingewiesen, die aus Sicht des Gerichtes verfassungswidrig sind. Und zwar eben nicht nur innerhalb der Termingeschäfte hier, was die Verrechnungsfähigkeit angeht zwischen Gewinnen und Verlusten, sondern hier wird eben auch das auf das Netto-Prinzip hingewiesen. Also das, was für uns Trader eigentlich vollkommen logisch ist. Netto muss es doch passen. Ich mache Gewinne, ich mache Verluste, das ist vollkommen normal. Unter dem Strich möchte ich Geld verdienen. Und wie kann es sein, dass ich meine Gewinne voll versteuern muss, aber die Verluste eben strecken soll, und zwar auf viele Jahre, unter Umständen Jahrzehnte. Und wenn ich aufgrund dieses Steuerbescheides, jetzt gehen wir mal davon aus, das Ehepaar müsste diese Steuer bezahlen von 60.000 bei einem vorliegenden Gewinn von 23.000, die könnten ja sagen im nächsten Jahr, okay, damit ist Schluss, ich handle nicht mehr. Dann hat der Gesetzgeber das, was er möchte. Er hat Privatleute davon abgehalten, mit ihrem Geld das zu tun, was sie tun möchten, was eigentlich normal sein sollte in einer Demokratie. Ja, aber hier sind eben Steuern bezahlt worden auf Gewinne, die nie entstanden sind, die so niemals vorlagen. Und die Verluste, die erheblichen, die angefallen sind, die bleiben in Zukunft unberücksichtigt, weil die Eheleute eben nicht weiter traden. Dazu könnte es kommen, und darauf weist eben das Gericht auch hin, so kann es nicht gehen. Ein weiterer wichtiger Punkt muss hier noch erwähnt werden, und zwar wird in diesem Beschluss auch immer wieder hingewiesen auf ein anhängiges Verfahren, auf eine Entscheidung des Bundesfinanzhofes, die jetzt beim Bundesverfassungsgericht anhängig ist. Und diesen Punkt schauen wir uns hier mal an, und zwar ist das ein Vorlagebeschluss vom 17.11.2020. Das Aktenzeichen seht ihr hier oben, und hier geht es darum, dass eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes darüber eingeholt werden soll, ob § 20 Absatz 6 Satz 5 Einkommensteuergesetz, das ist allerdings eben in der alten Fassung, das ist jetzt neu, der Absatz 6 Satz 4, wir schauen uns das sofort an, ob der mit dem Artikel 3 Absatz 1 Grundgesetz vereinbar ist, als Verluste aus der Veräußerung von Aktien nur mit Gewinnen aus der Veräußerung von Aktien verrechnet werden dürfen. Also in diesem Fall geht es eben um die Beschränkung der Verrechnung, dass Aktiengewinne nur mit anderen, mit Aktienverlusten verrechnet werden dürfen, nicht mit anderen Kapitalanlagen. Zu den Entscheidungsgründen, da wird hier geschrieben, nach der Überzeugung des Senats verstößt eben genau das insoweit gegen Artikel 3 Absatz 1 des Grundgesetzes, als Verluste aus der Veräußerung von Aktien nur mit Gewinnen aus der Veräußerung von Aktien und nicht mit anderen Kapitaleinkünften verrechnet werden dürfen. Ich hole nochmal die Folie hervor, und zwar geht es hier eben um genau diesen Verlustverrechnungskreis. Das ist in der jetzigen gültigen Fassung des Steuerrechts beziehungsweise Steuerunrechts, sage ich auch gerne, der § 20 Absatz 6 Satz 4 geworden. Und genau hierum geht es. Und das Gericht in der aktuellen Entscheidung ist eben der Meinung, sollte sich das hier schon als verfassungswidrig herausstellen, dann hat das definitiv auch Auswirkungen auf diese beiden Verlustverrechnungskreise, möglicherweise auf alle anderen Verlustverrechnungskreise. Denn, so schreiben sie hier, entgegen der Ansicht des Antragsgegners, der Antragsgegner ist in diesem Fall die Finanzverwaltung, entgegen der Ansicht ist der Senat also der Auffassung, dass die Entscheidung des Verfassungsgerichts über genau dieses Gesetz auch Auswirkungen auf den § 20 Absatz 6 Satz 5, also genau die Termingeschäfte, geregelte zeitlich gestreckte Verlustnutzung haben wird, also dieses 20.000er-weise über viele Jahrzehnte. Die Regelungen werden als, und zwar der Sätze 4 bis 6. Ich schalte nochmal zurück. Ja, 4, 5, 6. Also alle betroffen. Sehr schön. Werden als noch weit fragwürdiger als die Verrechnungsbeschränkung für Verluste aus Aktienveräußerungen angesehen. Und schon das liegt ja vom Bundesfinanzhof, dem Bundesverfassungsgericht vor. Also, und dass im Falle einer Verfassungswidrigkeit dieses Gesetzes der Aktienverluste über die Berücksichtigung von Aktienverlusten auch diese Regelung verfassungswidrig sei. Alles geregelt und freie Fahrt für Trader? Leider an der Stelle noch nicht. Es sieht zwar gut aus, aber derzeit ist es eben auch nur ein weiterer Beschluss und der Weg ist hier noch nicht zu Ende gegangen. Wir sehen ja immerhin, dass es hier um eine Beschlussvorlage des Bundesfinanzhofes geht, vom Ende des Jahres 2020, jetzt haben wir 2024, ja, und noch immer hat das Bundesverfassungsgericht sich hiermit noch nicht beschäftigt. Aber die Kommentare und die Einschätzungen, die hier ganz klar in die Richtung gehen, dass also
diese gesetzliche Situation, wie wir sie jetzt haben, als Stillhalter, als Trader, als Trader, die sich mit Termingeschäften auch beschäftigen, egal in welcher Ausprägung, dass das eben doch von mehreren Seiten angreifbar ist und definitiv irgendwann Geschichte sein könnte. Über den Zeitpunkt können wir nur spekulieren. Wir wissen, dass die Mühlen hier leider langsam mahlen. Aber Hoffnung macht das natürlich vor allem allen Tradern, die jetzt in der Vergangenheit die Finger gelassen haben von Absicherungsgeschäften, von ertragreichen Trades, weil sie eben nicht genau wussten, wie kann ich denn hier meine Long-Positionen kalkulieren. Ja, also vielleicht jetzt eben nur noch rein in Short-Puts und Covered Calls getradet haben oder versucht haben, das Ganze über eine zum Beispiel Trading GmbH eben zu umgehen. Das heißt, weiterhin dranbleiben, nicht nur bei uns auf dem Kanal im nächsten Video. Wir bleiben auch dran an dem Thema. Sobald es Neuigkeiten gibt, informieren wir euch natürlich. Bis dahin gilt, dranbleiben, schau dich schlau. Bis zum nächsten Mal, deine Börsenstrategen.